So, ich muss Lady Ashbury Bericht erstatten. Dann werden wir das jetzt mal tun, ne? Ich hoffe, ich krieg das hin. So wie immer. Hier waren wir ja schon. Die haben wir alle besiegt, deswegen ist hier keiner mehr. Das ist sehr gut. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Okay. Kill him, boy! Ach du Scheiße! Es kam ja aus dem Nichts. Das geht doch nicht, ey. Warum ist er so stark? Alter Schwede. Ups. Ich glaube, das kriege ich hin. Oder auch nicht. Oh, voll daneben. Ja, den habe ich jetzt. Die nerven alle voll, aber so richtig. Schlecht im Nahkampf. Das wird schon funktionieren irgendwie. Alles geschafft. Oh, den kann ich angreifen. Ich hab's geschafft. Ich brauch kurz eine Verschnaufpause. Meine Nase juckt. So, weiter geht's. Mülltonne, öffne dich. Kann ich da hochgehen? Aber ich möchte nicht da hoch. Oh, ich gehe da gleich mal hoch, um kurz zu gucken, was da oben ist. Vorhin habe ich das ja nicht gesehen. Achso, hier sind Ratten. Und ein Unterschlupf. Schreien die denn da unten so rum? Ich baue noch mal eben was zusammen. Ich habe ja vorhin Leute gesehen, die krank waren. Lungenentzündung. Ich weiß gar nicht mehr, was die hatten. Deswegen werde ich erstmal gar nichts zusammenbauen. Obwohl, die Waffe können wir ja verbessern bestimmt, hoffe ich. So, das ist gerade unsere stärkste Waffe. Funktioniert das mit Level 3? Jawohl. Ausdauerverbrauch um 10% senken. Schocken. 3 zusätzliche Schockpunkte, das ist auch gut. Und... ja, das mit der Ausdauer ist ja nicht so schlimm, ne? Da brauche ich noch Teil eines guten Griffs. Schaue ich nochmal beim nächsten Mal, wenn ich shoppen gehe, nach. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Von hier, hoffe ich. So, auf zu Lady Ashbury. Was gibt es hier Schönes? So, dieser Bezirk gefällt mir am meisten, weil hier alle gesund sind.
müsste jetzt hier drinne sein. I cannot enter. Hä? Wieso? Wo ist denn Lady Ashbury? Irgendwer hat hier ein stark klopfendes Herz. Ich muss auf die andere Seite. So, Lady Ashbury. Hast du vielleicht einen Teil eines guten Griffs? Mal gucken. Good evening, Milt. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja. Ich wollte handeln. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Teil eines guten Griffs? Haben wir nicht. Auch nicht so schlimm. Auf zu Ashbury. Sie hat ihn gegessen. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Er hat ihnen vertraut, würde ich sagen. Und das hat er wirklich. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Also war davor wahr? So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say, I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you, it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Okay, ich glaube, mich interessiert gar nichts. Ich gehe jetzt. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Okay. Oh Gott, meine Nase. Untersuche die Taten des Bürgers. Später. Ich muss doch erstmal Vasals Blut analysieren. Hier war was Glänzendes. Das ist nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Oder ich habe mich gerade verguckt. Ich gehe jetzt erstmal in mein Büro und check das Blut ab. Also Gott, ich hasse es, wenn ich krank bin. Wer hasst es nicht? So. Was für ein Smut? Was reichhaltige. Das mache ich auch noch. Hier habe ich ein neues Sera. Aber wozu ist das gut? Das kann ich ja nicht machen. Razvan Vasily was infected by Spanish flu. But also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Okay, dann auf zu Dr. Swansea. Bin ich hier richtig? Erzähle Edgar, ja. Wo ist denn der Dude? Hallo? Ach, hier.
Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Ich habe das Blut untersucht. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yeah. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy! With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Ich habe drüber nachgedacht. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. After my sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Okay. Mary wird beerdigt. Was ist meine nächste Mission gleich? Ich muss zum Stonebridge-Friedhof. Alles klar. Dann gehe ich da jetzt hin. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Wir sind eine Mischung aus einem Doc und Sherlock Holmes. Ist das nicht cool? Kann ich da geradeaus rüber? Ich hoffe es. Wenn ich hier jetzt umsonst lang gegangen bin. Naja, und nicht wirklich umsonst. Hier kommt man rüber. Hä? Doch nicht. Das ist ja kacke. Kann ich da irgendwie runter? Auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Enter at your own risk. Treten auf eigene Gefahr. Okay. Aber ich glaube, hier ist auch nicht der richtige Weg. Ich mache ein bisschen Vollgas hier, sonst wird es ein bisschen langweilig. So, weiter geht's. Ich hoffe, ich nehme jetzt die richtige Richtung. Nicht, dass ich den ganzen Weg jetzt zurücklaufen muss. Blackwall Vorburg.
Hier ist auch alles bedenklich. Und hier sind wieder Gegner. Ich muss mich jetzt konzentrieren und ein bisschen leise sein. Dann nehme ich das hier ein. Und dann geht die Schlacht los. Jetzt heißt es hohe Konzentration. Also scheiße, Level 14. Mehr. Ach du Scheiße. Ich muss kurz weg. Wieso schlägt der daneben? So, der ist jetzt tot. Da ist noch so ein Fettklops. Zu dem komme ich jetzt. Das schaffe ich. Level 16. Also einfach sieht's aus. Super, ich hab's geschafft. Hier liegt noch was. Ein Aluminiumfragment. Schillinger Glasfiole. So. Da ist ja noch jemand, aber den muss ich nicht umbringen. Der hat mich nicht gesehen. Auch wenn ich vor ihm seine Leute umgebracht habe. Die sind gleich da. So, das haben wir jetzt auch gleich geschafft. Ah, da greift mich immer noch jemand an. Wow, ich bin voll weggeflogen. So. Ich muss kurz eine Pause machen, ey. Ich habe voll viel Leben verloren. Ja, dass sich das nicht schneller von alleine regeneriert. Ich glaube, das muss ich mal machen. Später. My dear sister. I don't know if I have the strength. Ach, das wirst du schon, Jonathan. Oh, hier ist eine Untersuchung. Eine Witwe in Nöten. Ich gehe mal zu der und dann mache ich die Hauptmission, obwohl eigentlich die Nebenmissionen viel unwichtiger sind. Aber dafür gibt es Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind gut. Wo denn? Ich hoffe, ich krieg das hin. Oh, alle sind weggeflogen. Ich gehe mal kurz weg von hier. Zum Glück habe ich hier überall Platz. Oh shit, ich habe noch mehr eingeloggt. Das habe ich geschafft. Wartet mal kurz, bitte. Oh shit. Das ist unfair. Ich geh kurz weg. Ich muss kurz weg, wirklich. So, jetzt hab ich dich. Das hin. Ich hab's geschafft.
Ich glaub's nicht. Warte, das waren 6 oder 5? Keine Ahnung, aber ich hab's geschafft. Nicht schlecht. Wo ist sie denn? Ich hab dich gerettet, hier. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Shun. Thank you cool, so much Asiata. For helping me, Xiao Shun. I must go to the cemetery now. Goodbye. Brauchst du Hilfe? Sie ist gesund. Okay. Witwe in Nöten. Sie ist eine Witwe. Habe ich die Mission jetzt erfüllt? Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for... Okay. Aber warum steht denn das da noch? Oben. Ich mach das mal weg. Kann man das überhaupt wegmachen? Nicht mehr verfolgen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie einen Hinweis wieder vergessen habe. Aber hier steht ja gar nichts. Wozu gehe ich hier rein? Was ist eine kleine Kiste? It's locked. Ja, sieht so aus, als ob ich nochmal mit jemandem von ihrem Bekanntenkreis sprechen muss. So. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ach du Scheiße. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Wieso tarnen die sich so? Das gibt's doch nicht. Das geht doch nicht, ey. Das ist doch nicht wahr. Ich muss weg. Die sind super stark. Hab ich dich. Wo ist der andere? Dich habe ich jetzt auch. So, geschafft. Oh Mann. Warum lauern hier so viele? Ich gehe jetzt eben weiter. Hauptmission machen. Auf Level 9. Ich kann so jetzt theoretisch auf Level 13 sein, aber ich spare nochmal ein bisschen meine Erfahrungspunkte. Und dann könnt ihr sehen, wie im nächsten Part dann das sich verändern wird. Ich hoffe, ich vergesse ja nichts. So. Muss ich hier irgendwie hochkommen? Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Okay, ich bin jetzt heimlich auf der Beerdigung dabei. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth. Ashes to ashes, dust to dust. Ist das die Mutter von Mary? Oh nein. Why kill my Mary?
and stick her here in this cold, god-awful place. These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, die arme Mutter. Was ist aber eigentlich mit dem Papa? One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Sie war die Gutherzigkeit selbst, sage ich. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered. And it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Ich lerne jede Nacht. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here, to warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Ich werde Ihren Ratschlag befolgen. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Okay, ich muss jetzt in der Kirche eine Beichte machen. Dann werde ich das jetzt tun. Begib dich zu St. Mary's. Hier ist ihr Grab. Aber wo ist die Erde, die darüber geht? Dann lasse ich das mal. Ich gehe jetzt einfach zu St. Mary's. So. Oh, das ging ja schnell. Old Road. Ich frage mich, wo ich hier bin. Hier kurz vorbeischauen, schadet ja bestimmt nicht. So, weiter geht's. Ich hoffe, hier ist eine Abkürzung, aber hier ist ein Unterschlupf, das ist auch was Gutes. Ich guck mal hier, ob ich was zusammenbauen kann. Ich glaube, ich habe noch gar nicht viel eingesammelt, aber versuchen kann ich es ja. Ich habe auch sehr wenig Waffen.
Also. Okay, das geht hier erstmal gar nicht. Dann werde ich das lassen. Aber irgendwas brauche ich noch. Nur ich bin mir nicht mehr sicher, was es war. Hier kann ich nicht durch. Was für eine Kacke. Hier ist ein großer Schrank. Patronen waren hier. Aber hier kann ich jetzt auch nicht meine Munition aufladen, oder? Nee. Ist auch nicht so schlimm. Runter mit mir. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. Aber ich glaube, ich gehe in die richtige Richtung. And off to church he goes. A newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin. Forget your old weaker self. What do you want from me? Alter, scheiße, wenn ich jetzt gegen ihn kämpfen muss, ne? Das sieht mega stark aus. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Oha. Okay. Aber ich wette, ich werde den Blocker besiegen. With their plans and unsolicited counsel. Oh cool, hier kann man zuschauen, wie die sich gegenseitig attackieren. Ich warte erstmal, bis sie da fertig sind. Das ist ja cool. Aber die brauchen ganz schön lange. Ich will da jetzt auch nicht mithelfen. Aber erledigen werde ich die gleich, damit ich mehr Erfahrungspunkte habe. Jetzt einfach vorbei. Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Oder mich wenigstens da hoch teleportieren. Please, sir. Can't let you through. Ach du Scheiße. Ich muss gegen die kämpfen. Geht nicht anders. Und ich bin fast tot. Das heißt, ich hau jetzt kurz ab. Jupp, die sind eindeutig zu stark. Puh. Ich muss mich später nochmal hinlegen. Also ich meine jetzt im Spiel, damit ich stärker werde, weil schaut euch mal, wie viele Erfahrungspunkte ich habe. Und ich bin die ganze Zeit dabei zu sparen. Ich werde mir die gleich vorknüpfen, aber ich muss das langsam machen, weil sonst sterbe ich. Oh shit, da ist dieser Fette. Schnell weg von hier. Ich glaube, das wird erstmal eine Weile dauern. Ich guck mal, ob ich nochmal Munition habe. Weil dann könnte ich den abknallen. Oder auch lieber nicht. Irgendwie nicht, oder? Der Typ ist so stark. Stay back, please. Was macht er da? Oh, er hat mich mit seinem fetten Stab geschlagen.
Wie kommt er hier nicht mit rüber? Ich hab dir... Jetzt hab ich ihn erwischt. Er ist tot. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Da ist wieder jemand. Warum schlage ich immer daneben? Das regt sich so auf. So, kann ich jetzt endlich weiter? Sind hier Gegner? Ich hoffe nicht. Nur, jetzt muss ich die Kirche finden, die ist hier. What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop, but I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Ich boah, das ist eine persönliche Angelegenheit, weil... You seem to me a good soul, vicar, but this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Ich vertraue dir. Meine Worte gelten einer Verstorbenen. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Sie war jemand, der mir viel bedeutet hat, weil niemand soll ja herausfinden. Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Es war ein Unfall. Sie wurde ermordet. Es war ein Unfall, würde ich sagen. Es war wirklich ein Unfall. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? Ich fühle mich verantwortlich. I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Bitte verzeih mir, ich werde den Verantwortlichen finden. Bitte verzeih mir, würde ich sagen. Oder den Verantwortlichen. Ja, ich weiß nicht. Also, es könnte beides gehen. Also, das würde ich hier auf jeden Fall nicht sagen. Weil das hört sich voll Asi an. Ich werde den Verantwortlichen finden. Bitte verzeih mir, würde ich sagen. I killed you. There's no excuse. My dear Mary. Forgive me. You have been heard, my son.
Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Also ich wusste nicht, dass er jetzt sowas sagen würde.